Ja, noch ein Nachtrag. Die Schweizer Menschen, also die Menschen im Gebiet der Schweiz, wir hätten so die Möglichkeit gehabt, von unten her, vom Volk her, den Druck zu machen, zu generieren gegenüber den Medien. Also schon alleine mein Netzwerk, das hätte schon mal die Schweiz abgedeckt durch das Handball. Alte Kontakte, ein Schlüsselmensch in die Sportszene, Spotify. Ich habe Menschen in meinem Kundenbereich, die sind im Musikbereich drinnen. Ich habe Kunden, die sind in der Regierung, Schweizer Regierung drin. Ich habe viele Menschen um mich herum gehabt, interviewt für die NZZ, in den Blick. Sogar, also ich habe eigentlich ein Riesennetzwerk, wenn es jetzt wirklich darum gegangen wäre, einer für alle, alle für einen, es wäre so einfach gewesen. Aber die Menschen, die schauen lieber mal, was ich tue, aber sie sagen weder, sie hätten es gesehen noch sonst was. Ihr seid so komische Wesen, ich verstehe das nicht. Ich kann das nicht verstehen, wie man so sein kann. So, die Sachen von jemandem lesen, nehmen, 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 aber nichts geben. Schon gar nicht für. Doch, ich verstehe es ja, ich habe ja gesagt, wir sind ja alle traumatisiert. Zum Glück nicht ganz alle. Doch, man kann sich nicht. Es geht um Eigenverantwortung, sich zu spiegeln, sich anzusehen im Spiegel und zu sehen, was ist wirklich aus Herzen. Und was ist Angst oder wo bin ich gefangen? Und wenn jeder diese Ehrlichkeit an den Tag legt und bewusst mit diesen Argumenten oder mit diesen Absichten lebt, darauf Achtsamkeit gibt, dann gibt es eine große Veränderung. Was jetzt passiert, bin ich extrem gespannt, weil ich habe ja lange auch das Gefühl gehabt, dass die Schweizer Medien insgeheim auf meiner Seite sind, weil die ja schon die ganze Zeit, seit ich 16 bin, Handball oder sonst, ich komme immer irgendwo in der Zeitung, wo ich gedacht habe, ah, das ist der größere Plan, dann haben sie ja das Material. Aber anscheinend, ja, es gibt natürlich auch Regierungswechsel und solche Sachen. Es kann dann sein, dass vielleicht irgendein Chef gedacht hat, nee, nee, der wurde wieder gekauft, das drucken wir, das dürfen wir nicht veröffentlichen. Ja, also mit Menschen, die käuflich sind, kann man einfach, die kann man nicht zählen. Und auf Menschen, die man nicht zählen kann, die sogar gegen das Leben arbeiten, ob bewusst oder unbewusst, ist ein Riesenschaden für das Kollektiv. Ja. Ist krass, ich kann sogar, eben, ich habe schon mal erwähnt, ich habe mal was gehört von Hitler, dass diese Geschichte ganz anders gelaufen ist. Und der kam ja von Österreich nach Deutschland, ich komme von der Schweiz nach Deutschland und ich habe auch eine riesen Wut. Und ich sage ja letzten Endes was Ähnliches wie er, dass einfach gewisse Menschen nicht lebensfördernd sind für das Kollektiv. Und das beginnt auf der geistigen Ebene. Ich weiß nicht, eben, es geht nur darum, dass ich eine Gewissheit den Hitler verstehen kann, wenn er das gleiche gedacht hat wie ich, weil ich sage jetzt auch, es gibt gewisse Menschen, die sind nicht zu gebrauchen, weil sie schaden dem Kollektiv. Das noch als Update, Nachtrag. Ja, oder ich habe schon gedacht, viele Freundinnen von mir, wenn ich erzählt habe von meinen Erfolgen, die wollten gar nichts hören, da habe ich gedacht, das ist komisch. Da habe ich gedacht, ja, aber nee, es gibt eigentlich nicht eigentlich. Jeder meiner Freunde, also vor allem die, die ein bisschen näher waren, da ist sowas falsch gelaufen. Ich habe es mitgemacht, weil ich gedacht habe, Freundschaft zählt, aber eigentlich für das, was ich gemacht habe, wenn ich mich gefreut habe oder etwas erzählt, da kam gar keine Emotion mit. Da habe ich immer gedacht, was ist da mit diesen Menschen los? Das sind keine Menschen mehr.
Ein Mensch im Herzen würde sich mitfreuen, aber ich habe so viele Freundinnen gehabt, die, wo ich etwas erzählt habe, wo einfach nichts kam. Nichts. Nichts. Keine Emotion, kein wow, schön, kein toll. Was machst du eigentlich die ganzen Jahre? Was tust du? Oder Ignoranz. Und das ist jetzt das, was ich für mich verarbeiten darf, dass ich mich so getäuscht habe. Ich habe immer ans Gute geglaubt im Menschen. Jetzt bin ich vorsichtiger. Momentan traue ich keinem Menschen, außer meinen drei JJs und noch ein paar, wenn es die gibt, wie Elon und so. Einfach den Eliten, weil jemand, der weiß, wie das Leben funktioniert, der wäre nicht böse, der ist nicht böse, weil er genau weiß, es kommt auf ihn zurück. Ganz einfach, es kommt alles auf euch zurück. Darauf könnt ihr euch schon mal vorbereiten. Und schon allein, wenn ihr das hören müsst, ist das schon genug so. Das ist schon sehr viel, was in euch vorgeht, wenn ihr das jetzt die Wahrheit erfahrt, was ihr gemacht habt, wie ihr zu mir gewesen seid. Ja, ich vergebe euch, weil ihr kein Bewusstsein habt, könnt ihr nichts dafür. Aber ich habe auch die Möglichkeit, mich zu entscheiden, ob ich noch mit euch sein möchte oder nicht. Und ich habe mir gesagt und geschworen, ich möchte mit keinem unbewussten Menschen mehr zusammen sein, weil sie wie ein Minenfeld sind. Man weiß nie, wenn sie explodieren und dich verletzen. Ja, und dennoch fühle ich mich jetzt hier richtig gut. Hier fühle ich mich beschützt. Ich fühle mich frei. Ich habe mich befreit. Ich bin geflüchtet von der Schweiz. Ich habe das gestern einer am Bahnhof erzählt und hatte gesagt, wie bitte von der Schweiz nach Deutschland flüchten? Das ist ja auch nicht, das ist ja aber auch keine gute Idee. Da habe ich gesagt, doch, doch. Hier finden sich die Seelen. Ja, genau. Ja, hier wurde es, es ist ja weltnormal, Deutschland wurde sowas von zerstört im Geiste. Dabei ist Deutschland der große Geist und man hat ihn klein, auch hier Deutschland. Man wollte den Deutschen einfach den Geist nehmen, weil sie ja so geistig groß sind, weise, eine Weisheit haben. Deshalb sind sie, wurden sie so kaputt gemacht. Also ist es logisch, dass hier auch wieder der Staat ist. Da, wo die größte Misere ist. Warum bin ich hier in Deutschland? Weil ich denn einer von der größten Drucks erlitten habe, als schwarze Frau früher, als lesbische. Ja. Dort, wo der Druck, das Leid am größten ist, dort beginnt auch der Frieden wieder, weil dort ist die Kraft, dort ist der Wille, dort ist der Wille, etwas zu verändern. Und mit dem Schweizer, dem geht es ja so gut, da muss ich nichts machen. Ich hab's euch gesagt, ihr werdet eines Tages die ganze Welt gegen euch haben, wenn wir nichts tun. Ich hab getan, ich hab noch eine Lösung, ich sag's gerne wieder, ich merke es, ja, ich sage es gerne wieder, sollt's nur hören. Ihr könnt alle meine Posts, hättet ihr von vor 10, 11 Jahren das gleiche gemacht wie ich, wären wir als Schweizer eine Elite, die die ganze Welt hätte retten können. Also retten, es klingt so. Ja, doch, wir hätten einen riesen Einfluss haben können. Jetzt hat es Deutschland. Hier wird Großes entstehen. Und mit wem zusammen? Ja, mit dem noch größeren Geist, Amerika. Das Land der Unmöglichkeiten. Ja, dort ist doch der Elon, ist der Obama, sind die, ja, die Mächtigen. So wie es kaputt gegangen ist, so wird es wieder in Frieden kommen.